Nie wieder zu wenig Coins. Wenn du diese krasse Trading-Methode beherrschst, die wir uns in diesem Video hier anschauen, dann wirst du dir auch nie wieder ein weiteres Video von mir anschauen müssen, denn du kannst dir beliebig häufig deine Coins abholen, für was auch immer du sie benötigst. Servus, Grüße und Hallo zum weiteren Video hier auf meinem Kanal. Letztes Video wieder 100 Likes geschafft. Danke, Freunde. Wäre natürlich geil, wenn wir es dieses Mal wieder packen. Mittwoch, ihr wisst es, mein absoluter favorisierter Trading-Tag. Da kommt wieder ein neues Team of the Week und mit diesem Team of the Week wird es so viele Möglichkeiten geben, die Coins und nach oben zu drehen. Es ist jede Woche das Gleiche. Es ist jetzt noch nicht bestätigt, welche Karten in dem Team of the Week mit drin sind, aber wir haben schon eine kleine Ahnung und wir können ja aufgrund dessen, dass wir ja jede Woche diesen Move machen können, die Schablone immer wieder anlegen. Ich werde euch jetzt hier auch ein praktisches Beispiel mal mit einbauen. Das ist die Prediction vom Don gerade, also kein bestätigtes Team of the Week, lediglich die Performance-basierten Karten, die drin sein könnten. Ja, so, damit wollte ich anfangen. Wir gehen gleich weiter rein ins Detail. Letztes Team of the Week war ja dieses Team of the Week. Und wir haben in den Team of the Weeks immer zwei Möglichkeiten. Zum einen Investmentmöglichkeiten, sprechen wir heute wieder 16:14 auf Twitch durch. Und zum anderen Position Changes, überteuert verkaufen mit den Karten. Schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Dazu muss ich auf die Konsole wechseln. Ich habe allerdings noch ein paar Dinge vorbereitet. Und ja, die Vorfreude gestern, der Content, naja, eine Spieler-SBC mit Sergi Dada. Da ist mehr drin. EA, jetzt ist es an der Zeit, uns diese Gamble-SBCs zu geben, die wir verdienen. Denn diese Gamble-SBCs befeuern zum einen meine Invests, vielleicht auch deine Invests und unser aller UV-Tech-Avion-Liste. Tech-Avion wollte ich eigentlich heute ein längeres Video dazu bringen. Kommt die nächsten Tage noch, versprochen. Hat jetzt gerade zeitlich bei mir eben nicht gepasst. Dirk heute ist im Food Fantasy Team 2. Ich habe jetzt hier noch eine Seite von FIFA 23 Leaks. Da weiß ich nicht, wie, ja, letzte Woche hatten sie schon mit allen recht, was sie gepostet haben. Daher geben wir der Seite jetzt mal eine Chance. Wir schauen an, was sie für Karten ins Food Fantasy Team 2 bestätigt haben. Die Natale wäre dabei, hatte keinen World Cup Hero. Wäre dann natürlich ein Big Win. Und ja, Aloe Vera, eine der beliebtesten Karten in FIFA 23 bisher. Hat sehr, sehr viele Feinde, aber auch genauso viele Liebhaber. Die Karte habe ich Android im Verein, wenn ich sie über Außen spiele, als Assistgeber. Unglaublich stark. Im Sturm selber hat er mich ein paar Mal hängen lassen, aber da sollten dann sowieso ganz andere Kaliber spielen. Das ist eine weitere Prediction hier vom Donk, was Food Fantasy Team 2, also das hier waren ja jetzt die Heroes gerade vorhin, Food Fantasy Team 2 mit Live-Karten wie Davis, Harvard, Hazard, Akanji, Savanier und so weiter. Ja, würde ich fühlen, vor allem eine Mertens, die ist immer sehr, sehr starke Karte, werde ich für überteuert verkaufen, richtig gut. Sind ja auch alles Live-Karten, geht los ab 17.03. Da werden wir allerdings in den Laufe der nächsten Videos, ihr wisst es, jeden Tag hier ein neues Trading-Video. Coins sollen für jedermann zugänglich sein und das ist die Philosophie unserer Vereinigung, unserer Trading-Vereinigung. Und ihr seid hier jederzeit herzlich willkommen. Gestern Road to the Final Crash. Borussia Dortmund ist leider ausgeschieden, was zur Folge hatte, dass Don de Malen einmal kurzzeitig heute bei 21k war. Bitte Freunde, holt euch einen Linksmittelfeld mit einem Hunter, packt es nur für 32, 42 oder 52 auf eure Fahrliste. Einen habe ich gesagt, ich empfehle hier kein Invest. Aber einen könnt ihr auf die UV-Liste mit draufpacken. Aber der Jules zum Beispiel hat den heute schon zweimal für 52k verkauft. Des einen Leid ist des anderen Freud. Wesley Fofana 359.000. Und das ist halt das, was diese, ja, Gambling-Methode mit den Road to the Final-Karten einfach dann auch mit sich bringt. Zum einen wie bei Marlin. Mega große Trauer, mega viele Coins ins Sand gesetzt. Zum anderen Fofana, der war bei 250 am Spieltag und jetzt steht er einfach bei 359, weil er bekommt eine 89 plus 2 Upgrade, hat er sicher. Wenn ihr noch Road to the Final Karten habt, Freunde, schaut euch nochmal diesen Malen an, wie der gestern einfach noch komplett eingebrochen ist. Würde ich ans Herz legen, im Hype dann womöglich eher rauszugehen, um halt einfach auf der sicheren Seite und die Coins mitzunehmen. Ja, weitere Leaks, Soulshare kommt als Food Fantasy Hero Dudek, also es sind alles von dieser Seite, wo ich gerade vorhin schon gesagt habe. Und ja, bin ich gespannt, die Karten an sich könnten halt sehr, sehr interessant werden für überteuert verkaufen. Mein Invest steht heute bei 1,2 Millionen, ich habe ja 9 Millionen in Informs investiert, ich brauche eben diesen Gamble-Content, den ich eingangs des Videos schon, ja, für mit meine Wünsche mit auf den Weg gegeben habe. Gestern standen wir bei 1,6 Millionen mal wieder kurzzeitig, am Sonntag bei 200.000. Eine fette, geile SBC und ich bin, glaube ich, kurz davor rauszugehen. Freunde, jetzt hänge ich schon 4 Wochen in den Informs drin. Kurz noch, bevor wir rüberwechseln auf die Konsole und mir diesen Team of the Week Move anschauen.
heute 16.14 Uhr, wie jeden Mittwoch, der Trading Talk wieder mit Daredevil und MMTV. Wir sprechen über alles, was die FIFA-Welt bewegt, vor allem auch im Trading-Bereich mit Invests, Flipping, mit den Road to the Final Karten oder heute auch dann diesen Move. Wenn ich dann das ganze Team of the Week habe, kann ich euch da mehr sagen. Und Manu wird uns dann auch wieder einen sehr guten Einblick geben, was auf die Low-Budget-TV-Liste mit drauf. Play of the Month, Bundesliga-Wahl ist da. Ihr könnt es aussuchen zwischen Julian Brandt, Alphonso Davies, Schlotterbeck, Sosa, Guerreiro und Lai Yang Sung. Ganz klar, Freunde, das muss Julian Brandt gewinnen. Alles andere, ich als Bayern-Fan sagte, er hat eine unglaubliche Zeit gespielt. Mega bitter für die Verletzung gestern. Ich glaube, mit ihm wäre das Spiel anders ausgegangen. Aber naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Auch Play of the Month, Frankreich, Ligue 1, Kylian Mbappé, ja, hol dir ihn nochmal. Wäre natürlich blöd für mich, ich habe meinen Play of the Month Mbappé noch auf meinem Andersein-Stapel. Kein einziger Spieler mitgemacht und wenn er dann einen neuen kriegt, Ola die Wolpe. Außerdem sind nominiert Todibo und Balogun. Balogun hat aber sehr, sehr gute Chancen, weil er eben auch 4 Tore genau wie Mbappé geschossen hat. Bin ich gespannt, wer es wird. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wer der Play of the Month in der La Liga wird im Februar. Okay, jetzt rüber auf die Konsole. Meine Verkäufe überteuert verkaufen seit gestern 8 Stück. Eigentlich würde ich jetzt sagen, ja, der Trading Tag war jetzt nicht so erfolgreich, da hätte ich mir mehr erhofft. Aber ich sag's euch, heute Abend geht's wieder rund. Ich werde mir wieder Platz auf der Liste machen, habe schöne 300.000 Münzen auf der Uhr. Kaufe ich jetzt erst auch mal nicht nach. Dann, was werde ich machen? 19 Uhr kommt das neue Team of the Week. Wie gehen wir davor? Du schaust dir sofort das neue Team of the Week an. Gehst dann auf Squad Battles. Und hier wird dann ein neuer Button sein, Team of the Week. Ja, der zweite neben diesem Buckley Smith wird nebendran Team of the Week sein. Und dann schaust du dir die Karten an, welche interessant sind. Im dieswöchigen Team of the Week war es ja relativ schnell klar. Das haben wir auch im Stream, werden wir heute natürlich auch machen, uns angesehen, welche Karten da heute sehr, sehr gut laufen. Geh nochmal kurz rüber, dann hast du das Team of the Week dann so da und dann sehe ich halt, ja, Romero, Junior Firpo, Roberts, das waren so genau die Karten, die Zambo Anguissa, Rice, Foden, Bryce Wade, auch eine Müller, Candreva, Orsolini, Jimenez, die habe ich die Woche super häufig verkauft auf der UV-Liste. Was ganz ein wichtiger Punkt ist noch, du gehst auf Cheapest by Rating und schaust, wo stehen die 85er, 13, wo stehen die 86er, 16, wo stehen die 87er, 20 und wo stehen die 88er, 28, ja. Dann so ungefähr wäre das der Richtwert, wo du die Informs dann versuchen kannst, gleich einzupacken. Wenn sie 1, 2, 3K drüber sind, kein Problem. Das kann man mit einem Position Change dann sehr, sehr gut noch rausholen. Und dann, ja, dann gehst du da rein, suchst dir deinen, Moment, weiß den Preis von der Karte. Wir bleiben jetzt einfach mal beim Orsolini. Ja, der ging die Woche sehr, sehr gut UV. Und was da wichtig ist, warum ausgerechnet Orsolini, zeige ich dir jetzt bei der Methode, ja. Gehst dann rein in Orsolini. Achtung bei Orsolini, wenn er einen zweiten Inform hat, dann sollten wir hier auf jeden Fall aufpassen beim Einkaufen, nicht, dass du versehentlich den zweiten Inform kaufst. Dann schaust du, hat Orsolini eine Alternativposition. Und der hat die Alternativposition als Stürmer oder ZM, sind meistens die wertvollsten. Und wenn das so der Fall ist und der kostet jetzt so, aktuell kosten ja 86er 16k, der kostet dann so 18k max. Dann, oder kannst auch oft schon auch sehr, sehr schnell nach 10, 20 Minuten für 16k snipen. Dann holst du dir den Orsolini. Jetzt kaufen, packst ihn dir in den Verein oder wo auch immer hin und gibst ihm selber einen Position Change, wo du 5 am Tag gratis abholen kannst per SBC. Ja? Dann ist es wichtig, ihm die bestmöglichen Chemistry Style zu geben. Offensive Hunter, defensive Shadow. Okay, du hast die Karte jetzt perfekt umgeformt, ist gleichzeitig auch Tech Avion, wo wie gesagt auf diesem Kanal ein weiteres Video kommt, eine der besten und effektivsten Trading-Methoden. Dann hast du ihn schon perfekt umgeformt und dann setzt du ihn auf den Transfermarkt. Ja, hier jetzt zum Beispiel kostet 15,57, wir haben Einkaufspreis 15,57, Chemistry Style Hunter, sagen wir 700 drauf, sagen wir bei knapp 16,5 und Position Change ist entweder umsonst, wenn du den natürlich kaufen musst auf dem Markt, dann würde ich dir empfehlen, den Position Change dann auch noch mit drauf zu kalkulieren. Und dann machst du wirklich den Preis, wo du sagst, du bist happy, wenn er sich verkauft. Ich würde jetzt hier auf 22,57 oder 21,57 stehen. Und du wirst staunen, wie viele sich da in kurzer Zeit verkaufen lassen. Lässt er sich nicht verkaufen, ist die Karte einfach nicht gut genug oder ist, ja, oder du hast irgendwas beim Changen falsch gemacht, ja, und da ist es ein Erfahrungswert, ich mache das seit 3 Jahren, Woche für Woche, du kannst das jetzt Mittwoch machen, Freitag beim neuen Event-Team, Samstag jetzt bei den Man of the Match-Karten, sehr, sehr viele Möglichkeiten mit dieser Methode zu arbeiten, aber wie gesagt, schauen wir uns heute im Stream nochmal genau an,
Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, dieses Video hat einen Mehrwert für dich. Lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da und schaut später vorbei. Wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Peace out.